Julia Klöckner, oder auch bekannt als Gute-Laune-Prinzessin der CDU, war vor kurzem zu einem Redaktionsgespräch im Krupp-Medienzentrum in Sinzig zu Besuch. Chefredakteur Hermann Krupp und Juniorchefin Susanne Krupp sprachen mit der CDU-Landeschefin, die in Begleitung des Wahlkreisabgeordneten Guido Ernst war, über Themen angefangen von der Schuldenbremse über den Bahnlärm im Rheintal bis hin zur bevorstehenden Landtagswahl. Die Gesprächsthemen lieferten der Christdemokratin genügend Zündstoff, um den aktuellen Kurs der Landesregierung weiter zu kritisieren. Wir haben in Rheinland-Pfalz einen enorm hohen Unterrichtsausfall. Wir haben eine Verschuldung, die weit über dem Durchschnitt der Flächenländer liegt. Rheinland-Pfalz steht im Stau. Das heißt, wir haben einen unglaublichen Sanierungsstau bei der Verkehrsinfrastruktur. Wir liegen weit hinten, wenn es um das Internet, die flächendeckende Versorgung geht. In Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl im kommenden Jahr hat Julia Klöckner auch ein ganz klares Ziel vor Augen. Sie strebt das Amt der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz an und eine union-geführte Landesregierung. Wir auf der anderen Seite setzen auf volle Unterrichtsversorgung, auf mehr statt weniger Polizisten. Auf eine leistungsfähige Infrastruktur setzen wir. Und wir setzen auch darauf, dass der Haushalt solide aufgestellt wird, dass man nicht mehr ausgibt, als man einnimmt. Das ganze Gespräch mit Julia Klöckner lesen Sie in den aktuellen Ausgaben von Blick aktuell und im Internet auf www.blick-aktuell.de.